Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin heute in Esslingen am Neckar unterwegs. Und zwar gibt es hier einen offiziellen Mountainbike-Trail, die Esslinger Nordschleife, kurz ESNOS. Dem einen oder anderen sicherlich ein Begriff. Die Strecke noch nicht kennen, jetzt dranbleiben. Ich fahre den Trail heute mal für euch ab und dann schauen wir mal, was der für uns bereithält. Ja, bestes Wetter wie immer, wenn ich unterwegs bin. Und würde ich sagen, los geht's. Viel Spaß bei dem Video. So Leute, jetzt bin ich hier angekommen an der ESNOS. Stehe jetzt hier gerade am Einstieg und da könnt ihr mal gucken, was es für verschiedene Lines hier gibt. Dann starten wir mal rein. Fahren wir mal hier die Mainline komplett runter und gegen später schauen wir uns dann die Abzweigungen an, Enduro-Line und was es da sonst noch so gibt. Okay, ja, cooler Sprung. Okay. Sehr nice. So, sind wir unten am Ziel. Also, das war jetzt die Mainline, die wo eigentlich ja für alle gedacht ist. Von Anfänger auch bis hin zum Profi, der kann es natürlich hier ein bisschen laufen lassen und nimmt die Sprünge anders mit als ich jetzt. Aber ich bin heute auch zum ersten Mal hier und muss mir das erstmal ein paar Mal angucken. Und ja, aber wenn man den Trail hier in- und auswendig kennt, dann wird man natürlich auch schneller. Jo, fahren wir wieder hoch. Der Uphill hat es echt in sich, so wie ich das jetzt von hier beurteilen kann. Ja, nicht schlecht. Dann machen wir uns jetzt mal schön hier der Turbo rein. Für was haben wir denn, gell? Ja, ansonsten geht es da linker Hand geht es da hoch. Boah. Hätte ich noch ein bisschen runterschalten sollen.
Oh, der ist knackig. Der ist echt knackig, der Anstieg hier. Da musst du echt ein Supersportler sein als Biobiker. So, sind wir wieder oben am Start. Also mit dem E-Bike bin ich da in 0,6 wieder oben. Ja, dann schauen wir uns einfach mal die rote Strecke jetzt an. Los geht's! Das ist ja hier auch mit den kleinen Schildern ausgezeichnet. Ja, jetzt geht's hier links, okay. Das ist der Shortcut. Okay, geht's da lang? Servus! Okay. Der Shortcut, der war jetzt eigentlich nicht wirklich rot. Dann schauen wir uns die rote Line hier an. Was der hier für Überraschungen bereithält. Okay. Geht jetzt da runter, da, oder? Okay. Ist eher ein bisschen matschiger. Ja gut, der Sprung hier überrollbar. Okay. Jo. Also. Danke. Bitte. Also die rote Line war jetzt nicht wirklich sehr anspruchsvoller als die Mainline. Ja, gucken wir uns nachher einfach mal die schwarze Wallride Strecke an. So, geht's wieder hoch. Jetzt haben wir den Sprung doch mitgenommen hier. Von jeder Abfahrt zur nächsten wird man einfach sicherer auf dem Trail. Und da kann man den einen oder anderen Sprung gut mitnehmen. Ja, denn für ein Double traue ich mich noch nicht ganz. Das Gap da vorne, ja, weiß nicht, ob ich mir das zutraue. Ja, ich traue mich das heute nicht wirklich. Bin jetzt das erste Mal hier. Und naja, der Kopf macht nicht so richtig mit, dass ich das Gap jetzt heute beim ersten Mal schon springe. Zumindest ja, wenn ich jetzt nicht allein wäre, würde ich es mir vielleicht eher trauen. Aber ja, nee, muss glaube noch nicht sein. schaut aber schon leicht spektakulär aus, muss ich sagen. Ja. Also 2,50 Meter hat das Ding auf jeden Fall.
Anlauf hätten wir eigentlich schon genügend. Da könnte man schon richtig Speed aufbauen. Aber naja, beim nächsten Mal wird es bestimmt was. Hier ist okay. Und die Doubles hier lassen wir auch noch kurz aus. Der Sprung, ja, der ist auch ganz nice. Müssen wir uns noch einmal angucken. Bisschen matschig, jawohl. Gehört halt dazu auf dem Trail. Also ich muss sagen, ich finde die Mainline noch besser als die Shortcuts, wo es hier gibt. Weil da finde ich jetzt nicht wirklich einen großen Unterschied. Links, ah okay. Das ist jetzt hier. Was ist jetzt da der Unterschied? Das ist jetzt der Wallride oder wie? Der hier. Und hier. Ja, so viel Speed brauchen wir jetzt auch nicht. Und jetzt geht es hier wieder runter, klar. Bisschen wurzelig, aber so richtig schwarz finde ich das jetzt eigentlich auch nicht. So. Ja, ganz nice. Servus. Also die schwarze Leine, wo ich jetzt gerade runtergefahren bin, kann ich euch kurz auf der Map hier nochmal zeigen. Das war jetzt die Wallride. Und ich fand, ja, schwarz ist jetzt nicht unbedingt von Anfänger, ist tatsächlich schwarz, klar. Kommt immer auf das Auge des Betrachters an, aber locker machbar für einen Anfänger, der, wo sag ich mal, schon zehnmal auf dem Bike gehockt ist, der kann auch die schwarze Line fahren. Also ja, müssen wir das schon ein bisschen hier entschärfend ja, rüberbringen. Ich finde es auf jeden Fall richtig cool, die macht richtig Laune, die Strecke. Und die Sprünge kann man nach und nach so ein bisschen verwirklichen. Ja, wie den einen jetzt, wo ich noch mitgenommen habe. Und da gibt es ja nochmal ein, zwei, drei andere. Das Gap wäre natürlich auch nochmal eine Herausforderung. Ja, genau. Dann geht's wieder hoch zum Start. Also Leute, ich muss sagen, mit dem E-Bike ist das wirklich ein Klacks hier hoch. Ja, vom Ende bis zum Start vielleicht 2-3 Minuten, deswegen die Strecke, die kann man locker mal 10 Mal fahren oder so, bis man leicht auspowert ist. Ja, auf jeden Fall ein kleiner Snack, darf auch nicht fehlen. Hier heute Cliff Bar dabei, Chocolate Chip, jawohl, ja, ist gar nicht so schlecht. Es gibt ja so viele, ja, die wo nicht wirklich schmecken, irgendwie taugen sie vielleicht doch was, wenn sie Proteine genügend haben oder ja, Kohlenhydrate, Zucker. Jeder ist irgendwie gleich aufgebaut. Aber ja, für den Cliff Bar kann ich ein bisschen unbezahlte Werbung machen. Der ist wirklich gut. So, den haue ich mal jetzt rein und dann geht es auf die letzte Abfahrt. So Leute, dann machen wir uns mal auf die letzte Abfahrt. Und los geht's. So, jawohl. Ja, aber der Trail macht auch echt richtig Laune, dass man da eigentlich gar nicht mehr aufhören kann.
So, jetzt halten wir uns hier rechts. Jawohl. Und hier geht es dann irgendwie auch nochmal rechts. Jawohl. So. Da kommt ein Table, aber ein bisschen doof. Kann man nicht so richtig mitnehmen eigentlich. Ja, die Anfahrt auf dem Table ist nicht wirklich lang. Den Sprung wieder mit. Okay. Ganz nice. Okay. Jo Leute, das war's jetzt hier von der Esnos in Esslingen am Neckar. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich konnte euch die Strecken hier ein bisschen näher bringen. Wenn ihr noch nicht vor Ort wart, auf jeden Fall herkommen. Die Strecken mal ja, selber abfahren. Machen richtig Spaß. Kann sie nur empfehlen. Und ja, schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein. Würde mich riesig freuen. Vergesst das Abonnieren nicht und das Liken. Und ja, das motiviert mich, dann noch mehr Videos zu produzieren für euch. Haut rein, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ach ja, ich wollte euch ja noch den anderen Uphill zeigen. Hier geht der extreme Steilhang hoch. Und das ist jetzt hier der andere, der wo ein bisschen ja, eine größere Schleife macht bis zum Start hoch. Richtig schön hier, der Uphill. Aber dauert natürlich etwas länger, wenn man hier gemütlich hochtritt. Jo, das wollte ich euch noch kurz zeigen. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.